Herr Mosebach, Sie sind ein Verteidiger der Alten Messe. Wie sind Sie selbst zur Alten Messe gekommen? Ich bin Jahrgang 1951 und ich habe als kleiner Junge die Alte Messe noch erlebt. Ich muss ganz klar sagen, ich bin gerne in die Messe gegangen, aber ich habe sie nicht verstanden. Auch die Art und Weise, wie das in den Kindergottesdiensten gefeiert wurde, mit Gebeten, die, den Ritus überlagert haben, hat es eigentlich für mich nicht möglich gemacht, die Messe wirklich mitzuvollziehen, also sie wirklich mitzuverstehen. Und so war es dann nach den Jahren, in denen ich mich dann von der Kirche ganz entfernt hatte, dann eine Neuentdeckung von etwas, was ich als Kind nur sehr ahnungsweise erlebt habe. Zunächst kam es durch die Begegnung mit dem gregorianischen Choral in der Nähe von Frankfurt. Gibt es eine schöne kleine gotische Kirche in dem Weinort, Rheingauort Kietrich, mit einer alten Choraltradition, die dort trotz den allgemeinen Reformen eben immer noch weiter gepflegt wurde und bis auf den heutigen Tag gepflegt wird. Da lernte ich den Choral kennen, lernte, dass die Messe eben wirklich ein großer, auch gesungener Vollzug ist. Und dann lernte sozusagen den Körper der Messe kennen. Und dann kam es zur Begegnung mit Pfarrer Hans Milch, der in der Nähe von Frankfurt in Hattersheim, der war Domkaplan gewesen, in Hattersheim Pfarrer war. Und der sich sehr, sehr engagiert gegen die Reformen gestellt hat und der ein großartiger Prediger war und der dann in beschränktestem Rahmen, nicht mehr in einer schönen Kirche, nicht mehr mit einem großartigen Chor, ganz bescheiden den alten Ritus gefeiert hat und mir dafür die Augen geöffnet hat. In Ihrem Buch kritisieren Sie auch ein bisschen die Messe der 50er Jahre. Was ist der Grund? Ja, ich habe das schon angedeutet. Ich habe die Messe als Knabe in einer Weise erlebt, dass ich sie nicht verstanden habe, weil sie mit Liedern und mit Gebeten, die die Vorbeter sprachen und die nicht Übersetzungen waren dessen, was der Priester gebetet hat, völlig zugedeckt war. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für viele Leute zunächst gar nicht so ein großer Unterschied gewesen ist, ob sie die alte oder die neue Messe feiern, in mancher Hinsicht, weil sie dieselben Lieder weiter gesungen haben, dort, wo das so war. Woanders gab es große Rupturen, aber in frommen Regionen, frommen ländlichen Gebieten, wo die Messe einigermaßen ordentlich weiterlief, weil sie all das, was der Priester betet, niemals diese ungeheuerlichen Schätze des Gebetes niemals mitvollzogen haben. Und so glaube ich denn auch, dass die Renaissance der alten Messe sehr stark davon abhängig sein wird, dass möglichst viele Katholiken diesen Ritus verstehen, dass sie ihn wirklich kennenlernen. Das ist ein langer Prozess. Man hört nicht auf zu lernen. Seitdem ich mich im Jahr 1980 ungefähr begonnen habe, mit dem alten Ritus zu beschäftigen, habe ich noch in jedem Jahr Dinge vollkommen neu einsehen gelernt. Es ist nicht etwas, was auf den ersten Blick sich sofort eröffnet. Vielleicht beim einen oder anderen, aber was vor allen Dingen Übung haben will. Immer wieder Wiederholung. Deswegen ist es auch so sinnlos, wenn gewisse Bischöfe dann irgendwie einmal im Monat die Messe gestatten wollen oder vielleicht noch seltener. Die alte Messe muss zu etwas werden, was einen ganz und gar trägt, was man so häufig mitvollzogen hat, dass es zu einem Untergrund des eigenen Gebetes wird, es nicht mehr eigens zur Kenntnis genommen werden muss. Wie könnte die Renaissance der alten Messe aussehen? Was könnte man tun, um sie zu beschleunigen? Nun, es gibt immer noch Bischöfe, die versuchen, das Motu Proprio des Papstes zu unterlaufen. In Deutschland eine ganze Reihe. Ich höre das aber auch aus anderen Ländern, aus England und Frankreich. Es wäre natürlich gut, wenn diese Bischöfe endlich die Angst vor dem alten Ritus verlieren würden, wenn sie erkennen würden, dass die Kirche damit einen Schatz hat, eine,
einen Riesenschatz, einen ungeheuren Reichtum besitzt, den sie hüten und pflegen muss und möglichst vielen Menschen mitteilen muss. Und ansonsten ist es eben wirklich das Wichtigste, dass das, was auch mit dazu geführt hat, dass diese fatale Reform, diese zerstörerische Reform solchen Schaden hat anrichten können, dass diejenigen, die die Bedeutung des alten Ritus ahnen, dass sie beginnen, sich wirklich damit zu beschäftigen und ihn wirklich kennenzulernen und wirklich zu wissen, worum es geht. Dass es nicht um eine Form geht, die sehr schön ist, sehr traditionell, sehr erhaben, wunderbar, aber im Kern nicht notwendig, um die Geheimnisse der Inkarnation zu feiern. Das muss man verstehen, wie tief dieser Ritus mit dem mit der ganzen Genese des christlichen Glaubens verwurzelt, verbunden ist vom frühesten Moment der Entstehung der christlichen Religion an. Und Sie glauben, dass der Glaubensschatz in der neuen Messe nicht mehr, zumindest nicht mehr so stark ausgedrückt ist? Ja, das ist ja evident. Ich meine, wenn Sie selbst die Formulierungen der Kirchengebete ansehen, die Orationen, dieses große Sprachkorpus aus dem ersten Jahrtausend, die Theologie der alten Orationen, der Kirchengebete, ist von einem unerschöpflichen Reichtum. Dies ist vollkommen verharmlost, verallgemeinert, ungriffig, blass inzwischen formuliert worden zum Beispiel. Also ich meine, da wird nichts Falsches gesagt, aber es ist eine unvorstellbare Verarmung damit einhergegangen, dass man diese großartigen auch Sprachkunstwerke, die in der Knappheit wirklich jeweils einen großen theologischen Gedanken formuliert haben, über Bord glaubte, über Bord werfen zu dürfen, was keine einzige Reform vorher gewagt hätte. Und es wird insgesamt eben in der alten Messform, so wie sie gefeiert werden muss, die Messe erlaubt ja, der Ritus Servandus erlaubt ja keine Variationen, erlaubt ja keine Eigenmächtigkeit. Und so wird eben, besteht diese Sicherheit im alten Ritus, dass das ganze Depositum Fidei in einer solchen Messfeier sichtbar gemacht wird. Das besteht in dieses, leistet der neue Ritus erheblich weniger. Erheblich, es ist dann immer davon abhängig, in welchem Geist er gefeiert wird. Man kann einfach nicht sicher sein.